Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Caleb Colton no longer belongs to our world. We'll give him a week, see if we can call him one of us. He belongs to hers. But you have to learn to kill. He belongs to theirs. I don't want to kill. He makes a kill tonight. And they all belong to the night. It's 3 hours short for a bus to get home. You help me out? What are you on? Believe me, I told you. Just don't think of it as killing. Evening. Evening. Don't think at all. It's something that you do night after night. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 292 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist ja, der eigentlich gierigste Blutsauger von allen, möchte ich mal sagen, der Daniel. Hallo. Ja. Oder so ähnlich. Ja, hallo. Wir haben uns was Schönes ausgesucht. Haben aber jetzt in unserem ganz kurzen Vorgespräch hier off-air schon festgestellt, wir sind nicht beide dieser Meinung, dass es so toll war, was wir uns ausgesucht haben. Aber hey, ich mal gucken. Gib mir Mühe. Du gibst dir Mühe. Ja. Du gibst dir immer Mühe. Sowieso. Wir sprechen über Near Dark von Catherine Bigelow aus dem Jahr 1987 und Nightwatch, Nachtwache zu Dänisch, Nattewakten. Ich glaube, das ist so, was denkst du, da ist irgendwo noch drin? Also Wachten oder sowas. Wachten. Keine Ahnung, ich bin bei Holländisch gerade, ich bin mir aber nicht so richtig ein, ich habe auch keine Ahnung. Lass uns einfach auf Nachtwache oder Nightwatch einigen. Ich hoffe, keiner ist uns böse, wenn wir Namen falsch aussprechen. Dabei hätten wir sogar die Möglichkeit gehabt, hier eine der dänischen Sprache mächtige Person zu konsultieren, aber ich war zu faul oder zu träge oder zu blöd, das rechtzeitig zu tun. Also muss man jetzt eben mit so Sachen leben wie unsere Aussprache von Sophie Grabol und Kim Botnia und Nikolai Costa-Waldau und kriegen wir hin. Von Ole Bornedal aus dem Jahre 1994, Nachtwache ist der zweite Film und das, ja, da sind die beiden Titel heute Abend. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, weil es war so ein bisschen Wünsch dir was Programm. Wir machen mal wieder so Lieblinge aus der Kindheit und Jugend. Was haben wir damals geguckt? Was stand in Videothekenregalen rum? Was lief mal im Fernsehen? Wurde dann heimlich überwiegend aufgenommen? Naja, also zum Erscheinen von Nachtwache waren wir eigentlich alt genug, um etwas nicht mehr heimlich tun zu müssen. Aber bei Near Dark war das ja so ein bisschen anders. Ja, Near Dark, Die Nacht hat ihren Preis zu Deutsch. Ein Film, der mir erstmals auf VHS begegnete. Darüber wird dann gleich zu sprechen sein. Ich schicke mal die Inhaltsangabe vorweg von, ich hoffe, es ist Moonshade. Ist es Moonshade? Nein, Platzhalter-Account. Naja. Vielen Dank. Und Platzhalter-Account schrieb im Mai 2001, nachts in einem Kaff irgendwo in Oklahoma mit den Worten, darf ich mal beißen, spricht Farmersohn Caleb eine junge Frau an, ja, die an der Straßenecke ihr Eis verdrückt. Der Cowboy ist von der blassen May ganz hingerissen nach einem kurzen Flirt, aber beißt sie zu, denn sie ist ein Vampir der Gegenwart und ehe Caleb sich versieht, okay, sitzt er im verdunkelten Wohnmobil einer Truppe finsterer Blutsauger gegenüber. Tagsüber fahren die Untoten übers Land, nachts begeben sie sich auf blutige Sauftouren. Ihr Anführer Jesse verliert schnell die Geduld, während Caleb es nicht fertig bringt, andere zu töten. Dabei sollten ihn Mays heiße Küsse längst von den Vorzügen des Vampirdaseins überzeugt haben. Das ist eine merkwürdige Inhaltsangabe. Mm. Ich hoffe, deine Laune wird schon besser. Total. Okay, da kann sich zwischen seinen Blutsverwandten und den neuen Blutsbrüdern nicht entscheiden. Ja, das ist es. Wie gesagt, Film aus dem Jahr 1987. Catherine Bigelows, von uns heißgeliebte US-Filmregisseurin, Solo-Regiedebüt. Sie hatte ein paar Jahre zuvor The Loveless gemacht an der Seite eines Co-Regisseurs. Aber dies hier ihr erstes Solo-Filmprojekt nach dem Drehbuch von Eric Red, der im Jahr zuvor auch The Hitcher zu The Hitcher die Buchvorlage geschrieben hatte. Ja, ich möchte mal sagen, prominent besetzt, überwiegend mit der halben Besetzung aus Aliens von James Cameron, ja, der im Jahr zuvor erschienen das war. Das ist mir allerdings auch sofort aufgefallen. Ich habe auch ein bisschen frohlockt, ne? Du hast natürlich völlig recht, Catherine Bigelow, da rennt man bei mir sowieso immer offene Türen ein. Und dann eben Lance Henriksen und Bill Paxton im Vorspann zu sehen, dachte ich, ach, das wird ja bestimmt nett. Ja. Und Bill Paxton und Lance Henriksen waren auch wirklich sehr nett.
Und Jeanette Goldstein sollte man auch erwähnen. Ja. Die auch dabei ist. Also sehr, sehr prominent besetzt. Bei James Cameron ist es immer so schwer zu sagen, wo hört seine aktuelle Beziehung auf und die nächste fängt an. Ich meine, 86, als Aliens rauskam, war er noch mit Gail Ann Hurd, auch seiner Produzentin, zusammen. Aber ein, zwei Jahre später eben schon mit Catherine Bigelow. Ich weiß nicht, ob sie auf dem Wege leih mir mal deine Besetzung aus zueinander fanden. Zwei, drei Jahre später war es dann Linda Hamilton und trotzdem haben sie 96 sich noch zusammenraffen können und Strange Days zusammen produziert. Also ich weiß es nicht genau, aber Catherine Bigelow steht eben mittlerweile auch auf eigenen Beinen, hat sogar 2010, das sei auch gegönnt, mit Hurt Locker im Duell mit James Cameron, ihrem Ex-Mann, den Oscar verdient, hat weiß abgeräumt, während Avatar nicht so tolle Preise gewonnen hat. Okay. Aber auch Preise. Na gut. Ja. Es ist 1987, beziehungsweise welches Jahr ist es denn ungefähr, als du Near Dark zum ersten Mal siehst? Oder ist es wirklich eine Gänse? 2019, würde ich mal sagen. Oh, ja, ich habe noch nie gesehen. Pi mal Daumen? Mhm. Ja, okay. Da gibt es doch wahrscheinlich keine wahnsinnig interessante Geschichte dazu, nein, oder? Überhaupt nicht. Nein. Ich glaube, ich kannte den Namen, aber das war es auch schon wieder. War für mich überraschend. War für mich völlig neu. Und ich glaube, das ist mit eins der großen Probleme, weil wenn ich den damals gesehen hätte, dann wäre er tatsächlich völlig neu gewesen für mich und dann hätte ich vermutlich sehr viel Spaß dran gehabt. Ich habe jetzt eben sehr viel, und das zu identifizieren, hat mir auch tatsächlich Spaß gemacht, rauszufinden, wie einflussreich dieser Film offenkundig war für spätere Vampirdarstellungen, natürlich allen voran Buffy. Ich habe unglaublich viele Buffy-Referenzen gesehen oder andersrum. Halt logischerweise, wo sich halt Buffy auf diesen Film bezieht. So quasi im Tandem mit den Lost Boys, würde ich denken. Ja, man hatte, ich glaube, so Mitte der 80er sprach man von einer Vampirfilm-Renaissance. Tatsächlich lässt sich das ja jetzt wirklich auf die, ich glaube, zwei Titel beschränken, die vorher kamen. Fright Night, das muss 85 gewesen sein oder 84. Und The Lost Boys, der, glaube ich, ein paar Monate zuvor ins Kino gekommen war. Aber man müsste mal streng genommen sagen, also auch das Hollywood-Kino war Mitte der 80er von der Vampirfilm-Renaissance weit entfernt. Es ist eben auch ein Phänomen, was immer wieder auftaucht. Aber das ist genauso wie diese ewige Musical-Debatte, wenn mal irgendwas erfolgreich läuft, wie jetzt Chicago oder jetzt aktuell gerade Mary Poppins, spricht man sofort wieder von den nächsten 10 Musicals, die da demnächst rauskommen. Mhm. Und im Jahr darauf heißt es dann schon wieder, ja vielleicht doch nicht. Mhm. Vielleicht kommt der Western als nächstes. Mal gucken. Oder irgendwas anderes. Mal gucken. Wobei ich natürlich schon sagen muss, ich habe das damals so empfunden. Du konntest ja keinen Stein werfen, ohne einen Vampirfilm zu treffen. Wir hatten Near Dark, mir selber eher unbekannt, aber neben den Lost Boys gab es ja auch noch Fright Night und diese ganzen, Sachen, die halt ja auch mehr oder weniger so im groben gleichen Zeitraum entstanden sind. Und ich, was ich halt denke, was ihnen sehr gemein ist allen, ist eben, dass sie sich komplett lösen von dieser aristokratischen Vampir-Nummer, die ja bis in die späten 70er vor allem von Christopher Lee gepflegt wurde. Extrem, extrem. Also es ist sehr, sehr rockig, wobei ich auch sagen muss, ja, eben die bereits genannten Beispiele, so der Mid-80er, der George Shoemaker-Film und der Tom Holland-Film gehören auch dazu. Aber ich möchte auch so Tony Scott mit The Hunger in die Gleichung nehmen. Auch ein moderner Vampirfilm, der kam 83 raus. Wobei ich eben immer auch das Gefühl hatte, also meine persönliche Wahrnehmung ist, das waren alles halb so, also mit Ausnahme von Lost Boys, eher so Nischenerfolge. Fright Night war auch jetzt, genauso wie The Hunger, nicht das massenwirksame Phänomen, wo die Kinogänger in Scharen reingeströmt sind in den Lichtspielhäusern und gesagt haben, gib mir mehr Vampire. Also das hätte auch nach hinten losgehen können. Und ich, wenn mich alles täuscht, war jetzt auch Near Dark nicht so wahnsinnig erfolgreich. Aber jetzt kurz zu meiner Geschichte. Ja, gerne, ja. In meinem Umfeld war der eben wahnsinnig erfolgreich. Also er war von einem geradezu mythischen Odem umgeben. Auf dem Schulhof zumindest. Man müsste ihn mal gesehen haben und die älteren Brüder oder Schwestern, die da schon sich in Videotheken reinwagen durften von Klassenkameraden, hat den auch gerne mal da dabei als, ja, nicht ganz legale Kopie. Und das wurde dann eben auf dem Schulhof verschachert. Ich muss dazu sagen, das war jetzt nicht 1987 oder 88, sondern wahrscheinlich eher die Kante 90, 91. Als ich mich schon sowas stärker interessierte, so kurz vor knapp vor Pubertät und einfach auch die Möglichkeiten gab, mit sowas dann zu handeln. Für eine Mark oder eine Zigarette, die man von den Eltern geklaut hatte, da an so ein VHS-Bad ranzukommen. Ja, und dann habe ich die gesehen und ich war ehrlich gesagt gar nicht so weggeblasen, weil ich glaube, mich der Film damals im jungen Alter von so 12, 13
maßlos überfordert hat. Mhm. Der war halt nicht, da war wenig von dem drin, was ich erwartet hatte. Also es war wenig cool, also cool nach dem meinen 1991er Maßstäben cool, da war wenig Cooles drin. Das war mir alles zu siffig und zu dreckig, vielleicht auch fast schon zu avantgardistisch und unkonventionell. Ich hatte mich tatsächlich eher auf so einen klassischen Splatter-Horror gefreut. Ja. Ja, davon ist recht wenig da, ja. Genau, davon gibt es relativ wenig. Also abgesehen von zwei, drei recht harschen Effekten ist da recht wenig zu sehen. Dafür ist der Film eben teilweise sehr künstlerisch eben sehr ambitioniert, was so seine Bildsprache betrifft, aber vor allem eben auch den Score hier von Tangerine Dream. Mm. Und zugleich eben sehr stark auch sexuell aufgeladen, was mich noch nicht so richtig erwischte in meinem präpubertären Empfinden. Also ich fühlte mich da einfach kurz gesagt nicht so richtig abgeholt. Und erst in Jahren darauf, ich muss da wirklich so 95, 96 gewesen sein, als ich zum ersten Mal dann rüberfuhr nach Großbritannien und wieder kam mit einem riesigen Packen voller VHS-Bänder mit ungekürzten Schätzchen und Near Dark war eben auch dabei, eine wirklich schöne Kopie, dachte ich, ach, das ist der Film, den ich damals schon sehen wollte. Jetzt habe ich ihn verstanden. Ja, seitdem, also seit gut 20 Jahren, lebe ich jetzt eben auch mit dem Film und bin eigentlich relativ glücklich damit, wobei ich ihn jetzt auch seit vielen, vielen Jahren nicht gesehen habe. Und, also ich zumindest war jetzt ganz happy darüber, über die Erkenntnis, dass mir der Film immer noch gut gefällt. Sehr gut. Und dir geht's nicht so. Aber woran liegt's? Ich weiß es nicht so genau. Also ich finde... Alle guten Gespräche beginnen übrigens mit... Ja. Nee, ich bin mir einfach nicht richtig einig über den Film. Weil es gibt viele Sachen, die mir durchaus gefallen. Ich möchte auch gar nicht so ganz allgemeingültig abwatschen. Beispielsweise die ganze Szene in der Kneipe, wenn die Vampire die Leute da aufmischen, die fand ich halt, gerade weil Bill Paxton da halt echt zur Hochform aufläuft, hochcharmant. Hat mir viel Spaß gemacht. Andere Faktoren fand ich eben auch ganz nett, überhaupt diese ganze Gruppendynamik dieser Vampire fand ich interessant, weil so noch nicht so ganz gesehen, aber wie gesagt, vieles erinnerte mich eben an Punkte, die ich eben ehrlicherweise aus Buffy kannte, was aber fast 10 Jahre später gemacht wurden. Das ist natürlich immer doof, ne? Also wenn du weiß ich, keine Ahnung, irgendwie. Wenn du halt, ist das für dich nicht ein Plus? Nee, nicht so unbedingt, weil die Idee, dass halt ein Vampir unter einer Decke durch die Sonne läuft und dann halt langsam anfängt zu dampfen und aufpassen muss, dass er nicht anfängt zu brennen und dann fängt an die Decke an zu brennen, das fand ich halt clever, als ich Buffy gesehen habe. Aber wenn ich das da sehe, dann denke ich, okay, es bezieht sich darauf oder es bezog sich darauf viel mehr und da haben sie es hergeklaut. Aber es freut mich halt nicht mehr so sehr. Ich denke, oh Mensch, das ist aber eine tolle Idee, aber nie gesehen. Habe ich aber eben schon, ne? Das ist halt doof. Oder überhaupt diese etwas rotzige Punk-Attitüde von eben Bill Paxtons Figur und der kleine Junge, der eben eigentlich ein alter Mann ist und so diese ganzen Sachen. Schöne Ideen, die eben, wenn ich mal davon ausgehe, dass sie hier zum ersten Mal auftauchen, auch weiterhin schön bleiben, aber sie sind eben nicht das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Das ist ein bisschen so wie das, was ich neulich erzählt hatte zum Herrn der Ringe. Ja, wenn du 10 Jahre damit verbringst, alle möglichen Fantasy-Sachen zu lesen, außer Tolkien, ist Tolkien sehr langweilig, wenn du auf einmal da rangehst. Ne? Siehst halt dann, woher eben die ganzen Referenzen kommen, aber bringt's halt nicht so richtig. Ich fand die Erzählstruktur ein bisschen behäbig. Fand irgendwie, also Near Dark kommt halt echt sehr, sehr lange nicht zum Punkt oder einfach nicht zu Potte. Das störte mich ein kleines bisschen. Ich fand die Hauptfigur recht unsympathisch, was dann aber eben auch, sagen wir hier, dieses mit dem Mädel zu verbandeln, ein bisschen hoppla hopp, ist sowieso relativ schnell sehr überzeugt davon, mit diesen ganzen Arschlöchern abzuhängen. Ich auch sehr seltsam fand, weil es erklärt ihm ja keiner. Also das ist so, er hätte ja sagen können, also was weiß ich, nee, ich gehe jetzt nach draußen, ich fress Ratten oder so. Ja, die haben auch Blut drin, vielleicht wird es ja funktionieren. Oder irgendwas, aber nee, er bleibt dann bei denen und lässt sich auf einen, auf so ein komisches Psychospiel ein, das ich auch nicht verstanden habe. Dass ich irgendwie denke, was wollen die denn jetzt eigentlich von dem? Warum sind die eigentlich so ihm gegenüber? Fand ich auch komisch. Weil sie eben auch eine sowieso in sich relativ gestörte Dynamik haben. Letztendlich dann die Pointe, die Auflösung fand ich auch irgendwie seltsam, wenn ich irgendwie denke, wie jetzt, also
oder überhaupt diese ganze, das, was sie mit dem Vampir-Mythos machen, ist für mich auch nicht ganz klar erkennbar. Also was ich, einen so ein bisschen anzuknabbern, aber nicht auszusaugen, macht den dann gleich zum Vampir. War das nicht schon immer so? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also wenn ich mich recht entsinne, ist es Dracula muss im Prinzip, wie glaube ich, weiß ich, 3 Nächte hintereinander irgendwie rumsaugen oder so. Ja. Bis dahin fühlen sie sich halt einfach mal nicht so richtig wohl oder und was, sind so ein bisschen anämisch. Und später, also spätestens seit Anne Rice, glaube ich, ist es dann so, dass man selber das Blut des Vampirs trinken muss. Also er saugt einen aus und saugt es praktisch zurück. Und dann wird man zum Vampir. Ja, aber ist es nicht auch so ein bisschen... Es geht in die Richtung. So als Qualitätskriterium so ein bisschen... Kein Qualitätskriterium, habe ich auch gar nicht behauptet. Ich habe gesagt, dass ich das nicht ganz durchschaut habe. Ich sage, es wundert mich so ein kleines bisschen, weil kann das dann nicht öfter mal passieren, denke ich, weißt du? Werden sie gestört irgendwie beim Aussaugen und haben sie eine größere Familie. Komisch. Aber dann eben aber auch praktisch denn die Rückverwandlung per Bluttransfusion, ich meine, so ein Glück, dass da drei Leute im gleichen Raum dieselbe Blutgruppe haben, offenkundig. Ja, aber da dachte ich auch so bei mir, okay, aber ganz ehrlich, hätte man das den anderen Vampiren nicht auch anbieten können? Die wollten es ja nicht. Die wurden ja nicht gefragt. So asozial, die haben es auch nicht verdient. Ja, das stimmt schon. Ja, ich meine, ich vergesse leider ihren Namen. Danny Wright, die May spielt. May, danke. Ja, May. Das war dann damals dem Väter. Genau, ist ja nur auch offenkundig seit 4 Jahren Vampir. Und wenn die jeden Abend futtern müssen, da hat die ganz schön was auf dem Kerbholz, die Gute. Also, ob sie es da so verdient hat, nur weil sie sich irgendwie freundlicher verhält, ist... Ja, aber das ist doch die Liebe. Ja, nur, aber keine Ahnung, vielleicht, ja, weißt du, das kleine Arschlochkind... Homer. hätte es ja vielleicht auch verdient. Oder so, ne? Du hast schon so viel gesagt und ich habe zu allem eine komplett konträre Meinung. Okay. Dann hau rein. erstmal glaube ich, ja, Homer hat es verdient, wieder zum Mensch zu werden durch die Bluttransfusion. Ja, denke ich auch. Ich glaube, entsprechend einen adäquat tragischen Tod kriegt er eben auch. Ich glaube, keiner, er stirbt so einen Tod, bei dem, glaube ich, niemand im Publikum wirklich die Faust in die Luft streckt und sagt, yeah, die kleine Sackratte ist tot. Ja. Also er ist schon wirklich, er kriegt schon einen sehr dramatischen, sehr, 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 sehr traurig, melancholischen Tod. Also er ist schon höchst dramatisch. Also ich habe da durchaus mitgelitten. Was so diesen ganzen kaputten Familienverbund betrifft, ja, genau, als solchen empfinde ich ihn eben. Es hat eine dysfunktionale Familie, wie ich glaube, viele von uns auch in eben solchen Leben. Ich rede jetzt nicht zwangsläufig von mir, aber ich kenne genug solche und denke mal, da arrangiert man sich auch irgendwie. Warum sie jetzt Caleb mitschleppen, das führe ich allein darauf zurück, dass eben May sich in ihn verguckt hat. Und das ist tatsächlich, da gebe ich dir auch ein Stück weit recht und sage, das ist für mich nicht zwingend für den Rest der Gruppe, jetzt mal abseits von May, zu sagen, na okay, du darfst dabei sein, weil man ja auch offensichtlich merkt, die haben da Probleme mit. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, also May ist eben als Figur so schwach geschrieben und so, ich möchte nicht sagen schwach, sie ist schon differenziert geschrieben, aber sie ist eine schwache Figur. Sie scheint dort keine wirklich laute Stimme zu haben in der Gruppe, was so Vetorecht und sowas betrifft. Ja. Also da scheinen andere den Ton anzugeben. Eben Jesse und Severin, aber eben auch Diamondback heißt Janet Goldsteins Figur hier. Also das scheinen eher so die Wortführer zu sein. Ich sehe es eben als Zugeständnis an die kleine, etwas verweichlichte Schwester, der man sagt, ach komm, ja, das ist, sie hat jetzt so einen nervigen neuen Freund, wie man es eben auch in normalen Familien hat, aber dann lass sie den doch haben, sie wird schon später ihren Spaß dran verlieren und dann ist er wieder weg. Diese ganze Vampirismus-Sache, warum man von einem kleinen bisschen Vampir wird, ich bin auch drüber gestolpert, weil ich dachte, ach, das reicht, und man sieht ja auch in Nahaufnahme diesen kleinen Piekser, den dann Caleb an der Halsschlagader hat. Ja. Das ist wirklich nicht besonders viel. Ich habe so ein bisschen auf die 87 wahrscheinlich sich im Ausklingen befindende AIDS-Hysterie geschoben. Wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der ein Großteil der Bevölkerung der westlichen Welt denkt, man kriegt eine neue Seuche durch einmal das falsche Blut oder Spucke angefasst. Vielleicht war man da so ein bisschen schneller dabei mit, so, jetzt bist du Vampir, dazu gehört nicht viel. Es ist eine sehr, sehr weit hergeholte Analogie, ich weiß. Aber ja, wer weiß. Ich kann mir vorstellen, dass das zumindest mit reinspielt, diese Angst vor etwas Fremden, etwas Infektiösem, sich irgendwas zu holen. Dem widerspricht natürlich auch, ich korrigiere mich hier selber, die Tatsache, dass eben Caleb hier wildfremde
Frauen nachts in dunklen Gassen anspricht und sagt, hey Baby, kommst du mit? Ich zeig dir beide Pferde. Was ich auch creepy fand übrigens, ja. Ja, es ist niemals übergriffig von seiner Seite aus, aber tatsächlich, du hast ja recht, er ist nicht durchweg positiv gezeichnet. Er ist schon sehr, sehr pushy so in seiner Art. Also sie sagt dann, glaube ich, ein, zwei Mal murmelt sie sich rein, ich will nach Hause, und er sagt, ach komm, hier, komm. Und es ist schwierig, zu ihm zu finden, da gebe ich dir auch durchaus recht. Also wenn man, er ist nicht mein Liebling, mit dem ich mitfiebere. Da sind andere so ein bisschen stärker. Ich habe tatsächlich fast mehr für Homer, also den kleinen Jungen da, der von Joshua Miller gespielt wird, mitgefiebert als für ihn. Aber ja, na, so ist es. Weil er hat es eben wirklich schwer. Er ist ein 100, weiß ich, oder 80 oder 60 Jahre alter Mann im Körper eines 13-Jährigen. Ja. Ist doof. Ja. Weil wenigstens, aber weißt du, das sind auch so eine Sachen, da gerade im Zuge dieser Dynamik dieser Gruppe, ich glaube, da würden mich deren Geschichten tatsächlich ein bisschen mehr interessieren. Ja, dass ich irgendwie, da fände ich es irgendwie cool zu wissen, okay, wer kam denn bitte sehr auf die Idee, den kleinen Jungen umzuwandeln? In dem klaren Bewusstsein, dass der eben nie eine Pubertät haben wird. Ja, oder eben also hier Jesse, eben der wie in den Südstaaten für die Südstaaten gekämpft hat, wie er ja an einer Stelle erzählt, und wie auch das, was da passiert. Ich meine, war das irgendwie auf dem Schlachtfeld oder nicht? Oder ich meine, die haben alle so eine unglaublich freundliche Art, da fragt man sich ja wirklich so ein kleines bisschen, wer entscheidet sich dafür, die umzuwandeln und halt auf prinzipiell ewig durch die Gegend laufen zu lassen. Ne, auch das ist halt ist ein wichtiger Punkt, weil das eben auch immer ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, sagen wir mal, im neueren Vampir-Mythos ja vorherrscht. Und ob das jetzt Dracula ist, der eben hier Mina turnen will, oder eben von mir aus Darla und Angel, oder hier Dingenskirchen Edward und Bella, oder wer auch immer, und Lestrade und dann den Lestrade natürlich nicht. Wie heißt er noch gleich? Tom Cruise. Lestrade. Ach so, Lestrade. Ja. Genau, und Louis. Also es ist halt grundsätzlich immer so eine Sache, eben von wegen irgendwie, da offenkundig verknallt sich ein Vampir ganz furchtbar und stellt sich halt vor, mit der Person auf ewig zusammen sein zu wollen, was ja meistens nach hinten losgeht. Und wenn ich, und so ähnlich ist es ja bei Caleb und May auch. Also vielleicht nicht unbedingt auf ewig, aber zumindest ist da eine gewisse Anziehungskraft. Und dann stelle ich mir halt schon die Frage, wer war der Meinung, Bill Paxton da eben tatsächlich zum Vampir machen zu müssen? Ich weiß eben nicht, ob der schon immer so war. Ja. Ich meine, vielleicht hat er diese soziopsychopathischen Züge erst in späteren Jahren angenommen, wenn man erst mal so ein paar Jahrzehnte nur nachts lebt und tagsüber in mit Alufolie verklebten Kleinbussen schläft, dann wird man eben vielleicht einfach wahnsinnig. Ja, was aber im Übrigen auch ein guter Punkt ist, weil auch das ist was sie natürlich ganz toll bei Buffy immer mal wieder gemacht haben. Ja, es ist auf jeden Fall, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist der Film, den ich eher sehen wollen würde. Ja, ist interessant. Das haben wir doch durchaus selten, dass wir schon hier einen Film haben, von dem du sagst, das ist zumindest das, was ich so ein bisschen hier rauslese, anhaltsweise ein Film, der dir möglicherweise besser gefallen hätte, wenn du ihn vor, sagen wir mal, 20 Jahren plus gesehen hättest als heute. Ja. Weil dir einfach heute nicht mehr genug drin ist, um dir reizvoll zu erscheinen. Gedanken, Neues, nicht mehr vielleicht individuell genug ist, weil er schon zu oft kopiert wurde oder referenziert wurde durch andere Werke oder adaptiert wurde. Da kann ich jetzt eigentlich aufhören mit Schwärmen und einfach sagen, das ist ein toller Film. Na, ich finde den wirklich ganz grandios. Ich wollte zumindest so ein paar Sachen raushauen, weil ich merke schon, du so ein bisschen einsilbig bist bei dem Film. Tut mir so leid, aber ja. Na, es muss ja nicht leid tun. So geht es mir eben auch manchmal, dass ich davor sitze und denke so, was soll ich jetzt bloß tun? Daniel mag den Film, ich finde ihn jetzt nicht so grandios. Abseits von allem Nostalgischen finde ich ihn tatsächlich eben technisch sehr, sehr gut. Er hat wirklich wunderbare Dialogzeilen. Also mir stellen sich immer die Haare auf, wenn ich Lance Henriksen sagen höre, your skin is as soft as a preacher's belly. Einer der ewig grandiosen Dialogzeilen des 80er-Jahre-Kinos. Ich finde auch ehrlich gesagt die Eröffnung, aber das ist vielleicht auch einfach, weil ich Buffy und jetzt sagen wir mal den ganzen postmodernen Vampir-Mythos noch nicht so verinnerlicht habe wie du.
Also diese ganze Öffnungsszene in der Caleb-Ebene, das ist nicht die Eröffnung des Films, aber es passiert so innerhalb der ersten 15 Minuten, wo er eben dann vom Sonnenlicht verbrennt, also wo er gerade zum Vampir wird und dann über dieses offene Feld läuft und sich dann eben in dieser Rauchwolke über die offene Steppe da windet und seine Familie sieht ihn und dann wird er von diesem Karawan erfasst und weggetragen. Also ich finde, für mich ist es immer noch also eine der wirklich stärksten Eröffnungsmomente des 80er-Jahre-Kinos. Mm. Ich finde die ganz, 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 ganz beeindruckend. Und tatsächlich auch so ein Moment, der mich immer packt, in dem Sinn, dass ich, obwohl ich weiß, wie es ausgeht, mich trotzdem leicht ins Nägelkauen gerate und mir denke, er schafft das vielleicht doch nicht diesmal. Na doch, er schafft's. Da steckt viel Melodrama drin, da steckt gute Action drin. Ich finde es einfach, also die Bedrohung durch das Sonnenlicht finde ich wirklich wahnsinnig gut kommuniziert, ohne dass es wirklich groß zur Sprache gebracht wird. Da gibt es eben mehrere Szenen, die einfach zeigt, welche brutale Wirkung das Sonnenlicht auf die Vampire hat. Nicht in dem Maß, wie man es eben oft in anderen Vampirfilmen sieht, dass sich die Vampire dann wegducken und gut ist, sondern wirklich in dem Moment, wo sie von einem Lichtschein, also von einem Sonnenlichtschein, von einem Sonnenstrahl nur erfasst werden, brennen sich wirklich da faustdicke Löcher in Unterleibe und in Schultern und das ist schon sehr beeindruckend. Also der Film variiert so ein bisschen mit der Intensität, die von Sonnenlicht, die Vampire aushalten können. Da schummelt er hier und da ein bisschen. Also manchmal ist es eben, ich glaube, wir sehen einmal Bill Paxton, wie er einmal in so einen Sonnenstrahl kommt und dann wird ihm sofort der halbe Unterleib weggerissen. Mm. Und dann sehen wir eben 3 Minuten später Caleb aus dem Haus rennen, nur geschützt durch so ein Jäckchen. Mm. Und ja, er schmuggelt eher langsam vor sich hin. Aber das sind dann so die, also mit diesen kleinen dramaturgischen Feinheiten bin ich dann eben auch fein. Klar. Ja, und er ist romantisch. Also nicht nur sexuell aufgeladen, sondern irgendwie auch schön romantisch. Das einzige Bedauernis, was ich habe, ist, dass mir das Ende immer so ein bisschen zu abrupt erscheint. Mm-hmm. Und tatsächlich auch, da gebe ich dir auch recht, diese ganze narrative Wendung hin mit der Bluttransfusion und dann ist schon wieder alles in Ordnung, immer so, nur so halb glaubwürdig fand und mich nicht wirklich beeindruckt. Und dass eben der Film gleich zweimal zu diesem Kunstgriff packt, ist nicht optimal. Nein, möchte ich behaupten. Nein. Kann man so nicht behaupten, ne. Hm. Eine Sache fällt mir noch ein, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Severin, der von Bill Paxton, ich muss mich irgendwie alle 2-3 Monate daran erinnern, wenn ich irgendeinen Film mit ihm sehe, und das ist relativ häufig, weil er ist sehr, sehr präsent im US-Kino der letzten 30 Jahre, und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, irgendwas war mit ihm. Nein, er ist tot, verdammt. Also der große Bill Paxton ist ja nicht nur tot, sondern eben absolut großartig und das ist sehr bedauerlich. Also nicht, dass er großartig ist, dass er tot ist, absolut großartig hier. Und ich finde, also was ich ganz toll finde, auch inszenatorisch jetzt von Seiten Bigelows aus, ist dieser Moment, wo er, finde ich, auf der Motorhaube dieses Trucks ist und dann irgendwie Teile rausreißt aus dem Motor. Ja. Und mich erinnerte das, im ersten Augenblick dachte ich, mich erinnert es an die Twilight Zone-Episode mit William Shatner und dem Gremlin, Goblin ja. auf dem Gremlin da auf dem auf der Flugzeugträger-Tragfläche, Flügel, nennt man das Flügel. Dann dachte ich, oder nein, ist es John Lithgow im Twilight Zone Movie? Und dann dachte ich, nein, korrekt wäre, es erinnert mich an die Simpsons-Parodie, an die Treehouse of Horror-Parodie, wo eben Homer rauskuckt und dieser Gremlin da Teile aus dem Triebwerk reißt. Hat mir sehr gut gefallen. Und der Houston Chronicle sagt hier auf meiner DVD, was sagt er? Der härteste Film, der je von einer Frau gedreht wurde. Also da habt ihr es schwarz auf, nee, Gold auf schwarz hier auf dem hässlichen Cover. Auch nicht sehr progressiv, aber ich wollte es mal vorlesen. Ja, vielen Dank. Überhaupt dieses Booklet, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Ich habe die DVD gebraucht gekauft und das mit dem Deppen-Apostroph hat man ja auch noch nicht so richtig kapiert. Ich verstehe es nicht. Jemine. Genau. Nee, ich fasse das einfach nur auch nochmal bei mir zusammen. Es gibt wirklich schöne Sachen. Also der ganze Shootout zum Beispiel hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber auch da, logischerweise, wenn du eben From Dusk to Dawn gesehen hast, ist halt da auch nicht viel zu holen mehr. Das ist halt. From Dusk to Dawn ist ein schlechterer Film, möchte ich mal sagen. Also für mich. Nur meine Meinung. Ich überlege gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damit gut oder schlecht rangehen wollen würde. Weiß ich nicht. Ich habe, also zumindest beim ersten Mal sehen, fühlte ich mich von dem Rodriguez-Film auf einer emotionalen Ebene mehr angesprochen.
Wie gesagt, das ist halt, glaube ich, es ist einfach für mich ein ganz, ganz großes Problem, dass eben offenkundig Near Dark sehr innovativ ist, und zwar so innovativ, dass er permanent überall zitiert und kopiert wird und er im Prinzip ein eigenes Untergenre im Prinzip mehr oder weniger erfunden hat, basierend eben auf den Vampiren. Wird nicht ganz alleine, weil ich glaube schon, dass eben jetzt eben sowas wie Lost Boys oder so eben da auch nicht unbeteiligt sind. Aber eben, ich meine, weiß ich, dass Jesse eben auch mit diesem alten Duster immer durch die Gegend zieht und einfach aussieht wie aus der Zeit gefallen und so. Der Film ist einfach voller wirklich schöner Ideen, die dann eben oftmals kopiert wurden. Und das ist halt für mich ein ganz, ganz großes Problemchen, wenn ich jetzt eben sehen kann, aha, da kommt's her. Und es ist halt alles sehr schwer nachzuvollziehen. Der ganze Plot ist mir auch einfach ein bisschen zu B-movig dafür, dann muss ich ganz ehrlich sagen. Um mich halt, ja. Also es scheint ja so zu sein. Wir haben ja mittlerweile rausgefunden, da stecken ja eine ganze Menge nicht nur innovative Herangehensweisen drin, sondern eben auch durchaus viele Geschichten, die ihm der Film gar nicht erzählt, weil er die Zeit nicht hat, weil er eben eine gewisse Stimmung aufbauen will in den ersten 20, 30 Minuten das Dilemma von Caleb halt in den Vordergrund stellt und dann vor allem in der letzten Hälfte oder letzten Viertel Action bieten muss. Und ich habe das Gefühl, wenn man praktisch das, was dieser Film jetzt hier hat, ummünzen würde in eine Serie, dann hätte es ja wieder total viel Potenzial, weil ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin. Aber eben, er versucht halt sehr, sehr schnell aufs Wesentliche zu kommen. Am Anfang lässt er sich ein bisschen Zeit und dann halt, dann schiebt er das halt so nach. Und ja, wie gesagt, mich verliert er dann so einfach so ein kleines bisschen, weil eben mit Ausnahme von dem Shootout und der Kneipenszene er eben relativ wenig bietet von dem, was man eigentlich von so einem B-Movie erwarten würde. Okay, und dem Showdown natürlich, ja, aber trotzdem. Mhm. Ja. Du hörst mich gar nichts sagen, eher verstummen. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen. Okay. Ich bin einer der wenigen Augenblicke in unserer mittlerweile 7-jährigen Historie, wo ich wirklich relativ sprachlos bin, weil ich tatsächlich dir nicht mehr ganz folgen kann, weil es einfach sehr, sehr, es ist ein sehr, ich kann eigentlich ab dem Punkt schon nicht mehr mit, indem du sagst, einfach weil der Film vieles vielleicht mutmaßlich zum ersten Mal, würde jetzt auch nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, dass er eben all diese postmodernen Vampir-Mythen etabliert. Da gab es auch sicher andere, Lost Boys sicher auch und Fright Night und einige bereits erwähnte, dass du ihn deswegen nicht so genießen kannst, weil du eben viele schon anderswo gesehen hast und besser. Das ist für mich halt so. Besser habe ich nicht unbedingt gesagt. Also wie hat das möglicherweise ja. Besser oder vielleicht technisch fortschrittlicher. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber wenn du es mir übel nimmst, dann sag es mir einfach. Für mich ist das ein bisschen so, als würde mir jemand erzählen, ja, weil ich zuerst Boondock Saints und Killing Zoe gesehen habe, bevor ich Reservoir Dogs sah, finde ich Reservoir Dogs ziemlich uninteressant. Das ist aber tatsächlich eine qualitative Frage, würde ich denken. Und das ist, da bin ich mir nicht einig, ob ich da so mitgehe. Weil ich nicht glaube, dass ich mich qualitativ geäußert habe. Deswegen hatte ich auch gerade vorher gesagt, und besser sehe ich nicht unbedingt so. Meine persönliche Reaktion darauf ist eine andere. Wir sagen, wenn ich eben sehe, wie keine Ahnung, Spike durch die Gegend fährt in einem Auto, das halt komplett mit Alufolie abgedeckt ist, und mit Ausnahme von so einem kleinen Schlitz, durch den er gucken kann, damit er nicht irgendwo an Strommast fährt oder so, dann fand ich das halt damals total cool und dachte mir, wow, wie kann man auf so eine Idee kommen? Klasse, und außerdem ist es Spike. Ja, so. Das ist eine Reaktion, die ich halt vermutlich so irgendwas um 2001 oder sowas hatte. Im Jahr 2019 sehe ich dann eben Lance Henriksen in einem Van mit Alufolie durch die Gegend fahren, mit einem kleinen Schlitz und da durchgucken. Und ich denke mir, okay. Das war damals 2001 gar nicht so innovativ, wie ich annahm. Aber es berührt mich nicht mehr. Das ist der Punkt. Ich sage nicht, dass Spike besser ist als Lance Henriksen. Ja, aber meine Reaktion darauf ist eine andere, weil ich es eben schon
ja, im weiteren Sinne gewohnt bin. Na klar. Und das ist mein, und weil es eben auch für uns, formative Jahre waren. Sicher, muss man ja, eben auch nicht aus, also hättest du Buffy erstmals gesehen, 2012, möchte ich mal sagen, würdest du wahrscheinlich eine andere Reaktion auf Near Dark. Vermutlich. Dann 3 Jahre später. Ja, vermutlich, ja, ja. Absolut richtig. Und deswegen war ich, würde ich mich jetzt wirklich davor scheuen zu sagen, okay, eine qualitative Wertung da reinzunehmen. Mm, mm. Vor allem, weil du natürlich völlig recht hast, wenn man dann anfangen würde, eben die Derivate von Derivaten zu nehmen, die dann eben auch irgendwann nicht mehr besonders gut sind. Um bei dem Vampirbeispiel zu bleiben, hätte ich harte weiße Haut mit blauen Äderchen das erste Mal bei Twilight gesehen. Mhm. Und hätte dann irgendwann später rausgefunden, dass Anne Rice das schon in den 70ern und frühen 80ern gemacht hat, hätte ich vermutlich Twilight immer noch doof gefunden, weil ich die Erzählstruktur nicht gut fand oder ja, die Sprache nicht so, weil eben natürlich einfach Anne Rice qualitativ einfach die bessere Autorin ist. Aber ich hätte vermutlich, also hätte es mich begeistert zu sagen, das ist aber eine tolle Idee, dass die rumrennen wie Statuen, dann hätte ich vermutlich bei Anne Rice auch gesagt, okay, da kommt das her. Na, da war sie ja nicht so originell, die liebe Frau Myers. Ja, aber ich hätte mich vermutlich bei Anne Rice dann auch nicht unbedingt so beeindruckt. Das ist vielleicht eher der Punkt, ne, wenn man halt etwas gewohnt ist. Genauso wie, wenn man Herman Munster kennt, ist man vielleicht von Boris Karloff als Frankensteins Monster auch nicht mehr so angetan. Ich weiß es nicht. Ist fantastisch. Ja. Nein, ich wunderbar. Ja. Das ich meine, ich habe natürlich den alten Whale-Film Jahre gesehen, nachdem ich Herman Munster im Fernsehen gesehen hatte, dachte, okay, so cool wie Herman Munster ist der nicht. Ja. Also Frankensteins Monster. Ja. Das kenne ich doch besser. Und in Farbe, muss man ja sagen. Also. Irgendwann mal zumindest, ja. Ja, irgendwann dann später, genau. In Grün. Ja. Gab es doch, glaube ich, nachkolloriert irgendwann. Aber schöner Einwurf und Einwand und ich glaube auch eine schöne, ich möchte nicht sagen Rechtfertigung, einfach eine schöne auch Erklärung, warum du so empfindest, wie du empfindest. Jetzt kann ich es auch ein bisschen besser nachvollziehen. Als kleinen Happen Trivia hier noch hinterhergeschmissen, bevor wir zum nächsten Film kommen. Der Schauspieler des kleinen Jungen, der da im Kindskörper, der alte Vampir, der im Kindskörper gefangen ist, ist Joshua John Miller und ist der Sohn von Jason Miller, Pater Karras aus dem Exorzisten. Okay. Ja. Und man sieht es ihm an, wenn man es weiß, möchte ich mal behaupten. Ja. Jason Miller war ja sowieso ein relativ umtriebiger Mensch. Tochter von Jason Miller und dem Playmate Susan Bernhardt oder sowas, möchte ich behaupten. Wer nicht nach Playmates sucht, aber nach schlauen Abenteurerinnen / Meisterdiebinnen, der sollte auf alinafox.de gucken, oder Daniel? Ja, dringend, dringend. Da hat sich zwar auch zum Vergangen... smarter hier ein bisschen. Ich fand das sehr, sehr gut. Hat mich ein bisschen überrascht, aber bitte. es hat sich immer noch nichts getan auf der Webseite. Nee, aber man kann immer noch den Shop nutzen. Man kann immer noch Sachen bei mir bestellen. Und dann gibt es auch eine Zeichnung dazu und ich unterschreibe die Sachen auch und ich schicke sie eigenhändig los, per Post. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mal was bestellen würde. In diesem etwas ausführlicheren Werbeblock möchte ich auf die neue Patreon- und Steady-Kampagnen für das Bahnhofskino hinweisen, die mir dabei helfen, tatsächlich das Ding hier quer zu finanzieren. Nicht nur diesen Podcast, sondern auch die Extended Edition und eben die ganze Zeit, die da drin steckt, denn die ist mir ein bisschen in den Händen zerronnen oder durch die Finger geronnen oder wie auch immer. Also hier steckt auf jeden Fall eine Menge Arbeit drin, eine Menge Zeit. Die beschränkt sich ja nicht nur aufs, wir gucken mal einen Film und reden darüber, sondern da geht auch noch eine Menge Zeit in die Postproduktion. Wir haben eben noch mal eine komplette zweite Podcast-Reihe, die ich hier gelauncht habe vor 7 Monaten, parallel zum Bahnhofskino, die Extended Edition. Und dann stecken da in jeder Episode auch noch mal ein paar Stunden Nachbearbeitung. Also ich möchte jetzt hier nicht Stunden aufaddieren. Ich finde das eigentlich immer relativ lame, wenn Podcaster das machen und sagen so, ja, hier mein Hobby kostet mich so viel Zeit. Eigentlich macht es ja Spaß, aber jetzt gib mir bitte Geld dafür. Ist nicht so. Aber ich denke mal, wer uns ein bisschen mit wachem Auge oder wachem Ohr verfolgt, Daniel, mich, aber eben auch die vielen Gästinnen und Gäste, mit denen ich das jetzt seit ein paar Monaten mache, der oder die wird auch wissen, dass es eben nicht damit getan ist, einfach mal so hier so ein Ding 1,5 Stunden aufzunehmen, dann zu sagen, so hier online, hört euch das mal an, sondern das soll eben auch gut klingen. Da geht eine ganze Menge Arbeit in den Schnitt. Das muss auf allen Social-Media-Kanälen gepostet werden. Das muss entsprechend gehostet werden. Rechnungen müssen beglichen werden. Und Arbeitszeit eben irgendwo weggenommen werden. Und da ich freiberuflich tätig bin, ist das eben auch leider Zeit, Geld. Und
meine Filmliebe ist größer als die Liebe zu so manchen potenziellen Aufträgen, die ich annehmen müsste, um ehrliches Geld zu verdienen. Also, kurz gesagt, wäre ich sehr dankbar dafür, wenn man mir eben das quasi so als nebenberufliches Standbein auch zusichert oder kofinanziert seitens euch, den Hörerinnen und Hörer, und auf entweder patreon.com/bahnhofskino geht oder auf steady.fm/bahnhofskino. Ist, glaube ich, die Adresse. Ansonsten einfach auf der Hilf-Mit-Seite gucken, im Blog unter bahnhofskino.com oder Patreon Bahnhofskino oder Steady Bahnhofskino googeln. Findet man auch was. PayPal-Spenden sind weiterhin willkommen unter paypal.me/bahnhofskino. Das sind eine ganze Menge URLs, aber wie gesagt, wer sich nicht merken kann, einfach auf Bahnhofskino auf das Blog gehen.com und da gibt es eine Hilf-Mit-Seite, da ist auch alles nochmal verlinkt. Und wer weiß, wohin es führt, wenn mehr draus wird, dann wird noch mehr draus. Und dann gibt es irgendwann noch mehr Episödchen oder Daniel und ich drehen einen Film, wo wir beide Ringelpiez mit Anfassen machen und Buffy-Marathons gucken und all das bezahlt aus der Kasse unserer Hörerinnen und Hörer. Aber das ist so Zukunftsmusik fürs Alter, möchte ich mal sagen. So als Spätwerk, wenn es so langsam so aufs Ende zugeht. Also. Fasst euch ein Herz und gebt euch einen Ruck und ich wäre euch wirklich sehr zu Dank verpflichtet und verbunden, wenn ihr diese Podcast-Projekte unterstützt. Und jetzt weiter zum nächsten Film. Auch so ein Hit habe ich rausgehört in unserem Vorgespräch. Ja. Man muss ja sagen, also der Fairness halber, ich nehme mich da raus. Ich habe Near Dark tatsächlich ausgesucht, habe gesagt, ich würde gerne mal wieder drüber sprechen. Für mich ist es auch so ein Evergreen, den ich niemals komplett aus den Augen und aus dem Herz verloren habe. Near Dark wird auch dem Daniel gefallen und ich dachte mir ja schon, dass du ihn nie gesehen hattest. Hatte noch einen zweiten Film ausgewählt, den wir da verworfen haben, aber sicher an anderer Stelle mal nachholen werden, der auch sehr schön ist. Und du sagtest, lass uns Nachtwache machen. Ja. Ich dachte, Nachtwache. Wann habe ich letztes Mal über Nachtwache nachgedacht? Muss 15, 20 Jahre her sein, aber den habe ich mal sehr doll gefunden und jetzt haben wir ihn geguckt. Und erstmal die harten, kalten Fakten oder willst du gleich was dazu sagen? Hau mal rein. Die harten, kalten Fakten sind, der Film ist aus dem Jahre 94, gedreht hat ihn Ole Bornedal, einer der, wie ich finde, wunderbarsten zeitgenössischen Regisseure, zumindest Delivers from Evil von 2009, nicht der gleichnamige US-Film und bedingungslos sind ganz fantastisch, toller Genre-Filmemacher, auf dem zweiten Bildungs- und Schaffenswege erst zum Film gekommen. Ich glaube, erstmal eine journalistische Ausbildung gemacht und dann so mit Mitte 30 gesagt, ich will es doch mal wissen. Jetzt riech noch mal einen Film. Und dann eben gleich mit Nachtwache, seinem Spielfilmdebüt, einen Riesenhit gehabt. Also über die dänischen Grenzen hinweg tatsächlich ein großer Kinoerfolg. Also für den Film, den er ist, war jetzt natürlich kein Blockbuster, der in Übersee da abgeräumt hat. Aber es war eben kleiner, mit relativ geringen Mitteln produzierter Genrefilm. Und der kam eben unter anderem eben auch in Deutschland und ich glaube auch in Großbritannien und auch in USA, wo er einen Verleih gefunden hat, sehr gut an. So gut an, dass er eben sogar mit Freeze ein paar Jahre später mit Hugh McGregor ein Remake seines eigenen Films drehen durfte. Und in Nightwatch spielen die Hauptrolle extrem prominent besetzt, nach heutigen Maßstäben, muss man sagen, weil die Männer und Frauen sind alle mittlerweile große Stars. Nikolai Coster-Waldau, der Jaime Lannister aus Game of Thrones. Sophie Grabold spielt die weibliche Hauptrolle, die auch super bekannt ist mittlerweile als Kommissarin Lund. Auch eine tolle ZDF-Serie, die ich auch sehr geliebt habe. Und Kim Bodnia, als bekannt als Martin Rode in Die Brücke, auch eine dänisch-schwedische Koproduktion, lief auch mal nachts im ZDF, habe ich auch geguckt, ist auch eine tolle Krimireihe, aber auf jeden Fall drei sehr bekannte Darsteller und erwähnenswert noch Lotte Andersen als Lotte, auch interessant betitelt und vielleicht noch Ulf Pilgaard, auch so bekanntes Gesicht aus dem skandinavischen Kino als Inspektor Würmer. So, und jetzt kommst du. Jetzt komm ich. Nachtwache. Deine Wahl. Ach so, sollen wir noch eine Inhaltsangabe hinterher schieben? Ja. Vielleicht hat sie sogar Moonshade geschrieben. Er hat sie geschrieben. Der Student Martin übernimmt eine Stelle als Nachtwächter am Krankenhaus Kopenhagens. Der Job ist eher von der gruseligen Sorte, denn seine Rundgänge führen ihn auch in die Pathologie und durch die Leichenräume, wo er vor Jahren einen Skandal um einen Nachtwächter gegeben hatte, wo es ein, der Nekrophil gewesen ist. Zur gleichen Zeit ist ein Frauenmörder in der Stadt unterwegs, der auf besonders brutale Weise mordet und seine Opfer skalpiert. Als Martin aufgrund seiner Risikowette steht weiter, die er mit seinem Freund Jens abgeschlossen hat, mit einer Prostituierten ausgeht, wird auch diese zum Opfer. Plötzlich ist Martin für Kommissar Würmer der Hauptverdächtige, denn gerade in der Pathologie geschehen seltsame Dinge. Moonshade sollte an seiner Rechtschreibung arbeiten, aber
Nur zu dir. Nun wirklich zu dir. Wie war das Wiedersehen mit Nachtwache? Was heißt denn hier Wiedersehen? Ich habe ihn gerade zum ersten Mal gesehen. Nein! Oh. Nein. Aber du hast sie dir gewünscht. Ja, weil ich ihn nicht mal sehen wollte. Deswegen. Ach so. Ja. Nein. Doch. Ich dachte, aus einer innigen Verbundenheit heraus gewünscht. Also, wie war das erste Mal? Ach, nicht so weit. Nee, ich hab das Remake gesehen. Das kannte ich. Ist zwar auch irgendwie 20 Jahre her oder so, dass ich es gesehen habe. Auch das hin? Ja, könnte sogar hinhauen. Ja, ist von 97. Das Remake. Stimmt das sogar. Von dem war ich sehr angetan. Den mochte ich ja ganz gerne soweit. Ich konnte mich aber auch nicht so im Einzelnen ehrlicherweise daran erinnern. Also so ein paar Plotpunkte wusste ich halt schon noch und die sind ja nun wirklich ja, deutlich auch in der dänischen Fassung drin. Genau, aber wir hatten so in der gesamten Machart und all das ist er halt schon denn doch ein kleines bisschen anders, ein bisschen polierter, möchte ich es mal nennen. Vielleicht, sagen wir mal, mehr so auf den Schockmoment ausgelegt. Ich finde das ganz interessant, wenn man sich eben tatsächlich genau solche Sachen anguckt. Also, sagen wir mal, nicht nur einfach die typischen amerikanischen Remakes von europäischen Filmen, sondern wenn eben tatsächlich europäische Filmemacher ihre Filme nochmal neu machen in Amerika mit amerikanischen Schauspielern. Da gibt es ja, also interessanterweise irgendwie habe ich das Gefühl. Von George Sluzer gibt es doch diesen spurlos verschwunden, beziehungsweise spurlos, wie er dann noch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, in 50% aller dieser Filme spielt Nick Nolte mit, ja, der irgendwie immer für Gérard Depardieu einspringen muss in diesen Filmen. Ach so, wie jetzt zuletzt bei dem Til Schweiger-Film, Honig im Kopf. Ja, oder war nicht oder hier Dingens, diese ganzen Pierre Richard-Geschichten und so. Ja, mit oder, Martin Short, ja. Was? Ich überlegte gerade, Gérard Depardieu hat auch ein Remake gemacht, ein US-Remake von Mein Vater, der Held. Aber da spielte wieder Gérard Depardieu. Ja, den kannte man ja auch. Green Card. Genau, nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es halt aber trotzdem interessant ist, dass wenn es eben diese ziemlichen 1:1 Adaptionen gibt, dass sie aber trotzdem oftmals halt an Charme verlieren und dass sie eben sehr, sehr aufpoliert wirken. Irgendwann würde ich mich gerne mal mit dir über das Gus Van Sant Psycho Remake unterhalten. Sehr gerne. Weil ich finde diese Anwendung von performativen Theatertheorien im Film finde ich total spannend. Eine interessante Frage, weil sich halt nochmal grundlegend halt beim Film, vor allem in einer Zeit, in der man halt einen Film mehr oder weniger ständig und immer verfügbar hat, schon die Frage stellt, wieso muss man sowas machen? Was bringt einem das? Aber also es gibt ja aber trotzdem die Inszenierung von anderen Regisseuren quasi auf die Bühne zu bringen, hat ja Tradition. Also warum nicht die Inszenierung eines anderen Regisseurs ins Kino bringen? Also ist nicht uninteressant. Und wenn der Regisseur es dann auch noch selber macht, also, wie gesagt, das haben wir jetzt hier nur gerade bei Nachtwache und Freeze, der heißt aber, glaube ich, im Englischen auch Nightwatch. Genau, auf jeden Fall, sagen wir mal, klar, Ewan McGregor und Nick Nolte sagen mir natürlich persönlich einfach mehr als die beiden Dänen. Aber sie sind natürlich vielleicht genau aus dem Grunde für mich jetzt in der ursprünglichen Fassung einfach auch nachvollziehbarer. Ich hab das Gefühl, so eine Geschichten funktionieren halt meistens gut, wenn man nicht gleichzeitig noch irgendwie so ein bisschen das Star-Image mit dabei hat. Ja. Und genau an der Stelle fand ich jetzt Nachtwache im höchsten Maße charmant. Ich fand, er sah auch angemessen spröder aus als Film und wirklich, also greifbar. Ich fand ihn wirklich total greifbar. Ich hab tatsächlich an einigen Stellen so ein bisschen meinen Blues mit dem Film, aber dazu vielleicht später. Ähnlich wie in Near Dark habe ich mit Nachtwache relativ lange gelebt oder lebe immer noch. Ja, Ende der 90er mutmaßlich in einem dritten Programm gelaufen sein. Im WDR liefen damals und ich glaube heute immer noch ab und zu
die guten Filme. Klassisches Ding, was dann um 23.30 Uhr in der Sonntagnacht im WDR läuft. Ich nehme es auf. Ich war hin und weg überhaupt vom europäischen Genrefilm mehr und mehr begeistert in der Zeit. Da bin ich, glaube ich, auch in der Zeit so mein Geschmäckler einfach entwickelt für diese Art von Film, den ich gerne mag. Und inklusive eben einige andere, auch aus skandinavischer Produktion, muss man sagen, gerade in dem Zeitraum hat Nachtwache so wirklich absolut meinen Nerv getroffen. Da war genau das drin, was ich sehen wollte. Da waren Schauspieler, die ich damals nicht kannte, die ich aber als hochtalentiert empfand. Da war eben jemand auf dem Regiestuhl und eben auch als Drehbuchautor hier zugange, der sein Handwerk wirklich gut beherrschte, der fast schon so ein bisschen was reinbringt. Ich möchte nicht sagen Hollywood-Ästhetik, aber sagen wir mal so, es ist ein Film, der sehr schmal ist, der sehr klein ist, bei dem man eben auch merkt, da steckt ein vergleichsweise wahrscheinlich geringes Budget dahinter, da gibt es keine großen Massenszenen, alles ist auch relativ klein besetzt, es gibt eigentlich nur so 6-7 Sprechrollen und so ein paar kleinere Nebenrollen, also es ist keine pompöse Produktion, aber er wirkt eben sehr geschliffen, wie hast du gerade gesagt, er wirkt sehr, sehr anfassbar, sehr greifbar, greifbar. Ja, er ist klein, aber ich finde, er wirkt sehr professionell, sehr auch zugänglich, sehr. Ja. Er ist nicht schlecht gealtert, wollte ich damit sagen. Ja. Ich war darauf ja gefasst und es kann auch daran liegen, dass ich jetzt eine wirklich schöne remasterte HD-Kopie gesehen habe. Ich war darauf gefasst, dass der Film wesentlich schlechter aussieht nach all den Jahren. Weil gerade das Kino, so der frühen 90er, mit 90er, glänzt nicht gerade mit einer Top-Ästhetik, wenn man zurückblickt. Oft gucke ich mir Filme aus den Jahren Kante 90 bis 95 an und denke mir, ui, ah, gruselig. Das wirkt eigentlich ein Film, der so komplett aus der Zeit gefallen ist, der auch keine Referenzen hat, also visuelle wie inhaltliche Anknüpfungspunkte zur damaligen Zeit. Gut, der wurde gedreht 93, spielt mutmaßlich 94, könnte genauso gut aber auch im Jahre 83 oder 73 stattfinden. Es gibt keine Mobiltelefone, es gibt keine Computer, es gibt irgendwie nichts Nennenswertes, was auf ein Jahr verweist. Visuell macht es mir der Film also schon mal leicht, könnte im Grunde auch ein guter 70er-Jahre-Thriller sein. Gegen mir zumindest so, das Schauspiel ist eben relativ modern und da kommt der zweite Punkt, der mich wirklich angesprochen hat, die tollen Darsteller. Ich habe sie mittlerweile eben lieben gelernt über die letzten Jahre. Ich bin, obwohl ich einen regelmäßigen Game of Thrones Podcast mache, wahrscheinlich niemals werde ich der Hardcore Game of Thrones Fan sein, aber ich fand es natürlich schon nett, hier jetzt Nikolai Coster-Waldau, einen der Hauptdarsteller aus Game of Thrones, hier nochmal zu sehen in sehr, sehr jungen Jahren. Ich finde, er passt auch besser rein als Hugh McGregor in die Rolle. Ich mag Hugh McGregor und ich habe auch das Remake gesehen, das ich relativ gut finde, aber 97 war Hugh McGregor eben schon so ein mittelgroßer Star und Coster-Waldau ist es nicht und er wirkt natürlich gerade durch dieses milchbubihafte Nullgesicht, was er hat. Also er ist eigentlich eine komplett austauschbare Figur, optisch wie charakterlich, zumindest bis zu einem relativ späten Punkt im Film, wo er dann eben auch sowas wie eine kleine sadistische Ader entwickeln darf oder gemeine Ader. Ist er ganz wunderbar, genau wie Sophie Graboll, die hier seine Freundin spielt und sein bester Freund, der immer leicht versoffene, hundsgemeine Jens, hier gespielt von Kim Bodnia. Ich finde, das sind wirklich gut geschriebene Figuren, die auch, wie heißt das, ja, anfassbar, die auch so aus dem echten Leben gesprungen wirken und aber nicht in dem Sinn, dass sie langweilig sind oder banal, weil habe ich schon tausendmal gesehen, sondern trotzdem eben interessant sind. Also mich hat es unglaublich gepackt. Und da grätscht dann eben diese relativ sleazige, ich würde fast schon sagen, billig oberflächliche Thriller-Handlung rein, die ich auch gar nicht mehr so schlicht in Erinnerung hatte. Denn im Grunde ist in dem Moment, wo hier Ulf Pilgert auftaucht als Inspektor Werber, ich glaube, jeden, der nur ganz leichtes Feingefühl hat für so Thriller- oder Horrorfilm-Dramaturgie, klar, okay, der ist der Mörder. Ja, klar. Es gibt natürlich auch keine anderen Verdächtigen. Natürlich nicht, ja. Aber dennoch, ich war begeistert. Tolles Wiedersehen. Ja. Der ist besser als, ich fand ihn besser, glaube ich, als damals. Und ich fand ihn damals schon toll. Das ist gut, ja. Das war aber auch so ein Punkt, vielleicht habe ich den aber auch falsch in Erinnerung. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit sie das tatsächlich in diesem Remake geändert haben. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen mit dieser Offenbarung. Ja. Dass im Prinzip das ich erinnere mich nicht daran, ob das Publikum quasi zur selben Zeit wie Ewan McGregors Freundin feststellt, dass Nick Nolte der Mörder ist. Ich weiß es nicht mehr. Sie hatte die Wohnung schon verlassen, als er die Tür zumacht und dann in Erscheinung tritt. Also sie merkt es dann auch erst in dem Moment, als er Jens und Martins Namen verwechselt. Ne? Richtig, aber wie gesagt, ich
Okay, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich konnte mich an das gepfiffene Kinderlied erinnern. Mhm. Was ja oftmals so eine sehr unangenehme Sache ist. Ich meine, hat schon bei M gut funktioniert, anstatt sucht einen Mörder. Ich hatte es halt so in Erinnerung, dass im Prinzip das dadurch der Mörder entlarvt wird, aber eben auch gegenüber dem Publikum. Aber ich mag mich auch irren. Genau, aber das fand ich eben hier auch ein kleines bisschen kontraproduktiv. Was die Spannungsförderung betrifft. Ja, 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 ja. Du hast ja völlig recht. Es gibt ja kaum andere Figuren. Ich meine, sie geben sich viel, viel Mühe, dass Jens, der ja wirklich eklig ist, rein theoretisch sehr wohl der Mörder hätte sein können. Basierend auf seiner abstrusen Wettidee an die Grenzen zu gehen oder was auch immer. Was eine seltsame Prämisse ist, die ich finde auch so ganz komisch in diesem Film gar nicht passt. Also eigentlich besteht diese Wette nur darin, also irgendwie Martin mit der Prostituierten zusammenzubringen. Ja. Das ist eigentlich das für die drei Menschen, die den Film nicht gesehen haben und uns trotzdem zuhören, erstmal ist das eine schlechte Idee, weil wir verraten eben alles. Wir sind elendige Spoiler. Was in dem Film passiert. Und vielleicht für die drei Menschen, die trotzdem weiter zuhören wollen, sollte man eben nochmal ausdrücklich sagen, die beiden haben so ein Wettding am Laufen und überreden sich eben immer gegenseitig zu abstrus, schmerzhaften, fremdschämigen Dingen, so von wegen, du machst dies oder du traust dich nicht dies zu tun und der andere sagt, warte mal ab und macht's dann eben. Und meistens ist es Jens, der mit den schlimmsten Vorschlägen kommt. Mhm. Ja. Genau, finde ich halt ein bisschen schade, weil ich da eine Menge vergebene Chance im Prinzip sehe, um eben den Suspense halt aufrecht zu halten. Mhm. Weil der Film macht ja sehr vieles richtig, gerade am Anfang. Ne? Nur finde ich tatsächlich so Krankenhausgänge nicht so wahnsinnig gruselig und Leichenhallen, ja. Okay, kann schon verstehen, dass er das sehr unangenehm findet, aber so als Publikum, man sieht ja nicht viel. Aber der Film gibt sich halt schon sehr viel Mühe, halt um im Prinzip halt das auch zu vermitteln. Einfach durch die Art, also wo ist die Kamera platziert, die ganzen Klassiker mit flackerndem Licht. Wie gesagt, der Film fühlt sich eben auch so an. Er fühlt sich halt irgendwie grisselig und kalt und nicht ganz sauber irgendwie an. das ist schon sehr hilfreich. Ich finde halt auch diese ganze Nummer da am Anfang mit dem anderen Nachtwächter, das ist halt creepy genug. Könnte vielleicht sogar noch ein bisschen stranger sein, noch ein bisschen mehr Lynch, ein bisschen mehr Polanski oder sowas. Ja. Aber es funktioniert schon mal sehr gut. Dann die unangenehme Idee mit der Tür, also die Tür, bei der er aufpassen muss, dass er nicht zugeht. Ja. Aber mit der passiert dann auch wieder nichts. Und so, der Film konstruiert am Anfang sehr viele Dinge, die eben auch sehr stimmungsvoll sind. Das funktioniert so die ersten 20 Minuten auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann fängt er an, irgendwann konstruiert zu wirken auf mich. Wie gesagt, diese ganze Subplot mit der Wette, die nirgendwo hinführt. Mhm. Also, ich denke, okay, der Film gibt sich jetzt viel Mühe, damit ich als Zuschauer den Kumpel irgendwie verdächtige, aber dann macht das auch nicht richtig konsequent. Dann ist es letztendlich eigentlich nur ein Vehikel, um eben Martin mit der Prostituierten zusammenzubringen, die dann auch noch zufälligerweise eine Freundin ist, von der die gerade von Wörmer ins Leichenschauhaus gebracht wird. Ja, Dänemark ist klein. Sagt meine Frau immer, denn ich habe sie gestern angesehen, als wir den Film sahen und dachte, das ist schon interessant, dass man immer so dieselben 3 bis 5 Schauspieler in allen dänischen Filmen sieht. Und sie sagt dann, ja, weißt du, wie groß Dänemark ist? Ein kleines Land. Und vielleicht gilt das eben auch für die ganze Rotlichtszene. Da gibt es vielleicht einfach noch nur 3 bis 5 Huren in ganz Kopenhagen. Wer weiß. Nein, aber ich geb dir vollkommen recht. Und das ist tatsächlich auch so ein Make-or-Break-Faktor. Geht man da mit? Und nimmt das eben als, vielleicht auch als ein bisschen meta-referenziellen Kommentar auf Genre-Archetypen, Genre-Stereotype, einfach so Schnittmuster, nach denen normale Drehbücher eben in diesem ganzen Genre des Thriller-Films funktionieren und eben auch Ole Bornedals bewusstes Spiel damit, auch mit der Vorhersehbarkeit von Plot-Entwicklung oder der
der Sinnlosigkeit bestimmter Charakterzüge und Plotentwicklung. Geht man da mit? Oder sieht es, also nicht geht man da mit, das impliziert ja schon, dass es tatsächlich so gedacht war. Und das möchte ich jetzt auch ohne Bornedal nicht zuschreiben. Vielleicht hat es aber wirklich ernst gemeint. Das wäre eben der andere Standpunkt. Und sagt und sich wirklich gedacht, ich habe hier das smarteste Drehbuch geschrieben, was man sich überhaupt denken kann. Da ist doch keiner vor mir drauf gekommen. Ist das smart? Und ist auch offensichtlich, also auch objektiv betrachtet smart, würde ich sagen, weil tatsächlich humorvoll, vor allem in den ersten 20 Minuten, der ganze Rundgang mit dem alten Nachtwächter ist hübsch. Aber klar, ich verstehe auch, wenn du sagst, es hätte ruhig noch ein bisschen verrückter sein können. Aber es ist eben, es gibt eben dann ab einem bestimmten Punkt in eine also rein narrativ relativ konventionelle Richtung um. Wir haben einen Täter, ja. einen unbekannten ja. Täter, tote Prostituierte stapeln sich und der unser geliebter oder mäßig geliebter Protagonistin, so super sympathisch ist er ja auch nicht, nee, gerät unter Mordverdacht. Ja. Also es passiert alles eigentlich genau so, wie es kommen soll. Und am Ende entscheidet eben auch nur das, ob einem die Form des Films gefällt, darüber, ob es einem gefällt oder ob einem Nachtwache gefällt oder nicht. Denn ich glaube, ja, erzählerisch ist der Film nicht, reißt da keine Bäume aus. Nein, vermutlich nicht. Aber er hätte das Potenzial. Hm? Ja? Also er spielt ja mit so Versatzstücken, die schon, also sagen wir mal, die nicht fehl am Platze wären in einem Hitchcock-Film. Hm? Ja, und wenn er halt einfach den Suspense-Faktor noch clevererer oder genauer irgendwie betrachtet hätte, wäre da auch eine ganze Menge noch rauszuholen gewesen. Und dabei ist es, glaube ich, nicht mal schlimm, wenn das Publikum mehr weiß als der Hauptdarsteller. Auch damit kann man ja spielen. Ne? Das ist das Hitchcock-Prinzip. Das ist eben. Ne? Ja. Und dann eben auch, sagen wir mal, diese abseitigen Fetische, die ja bei Hitchcock auch immer auftauchen, die, wie keine Ahnung, 40 Jahre niemand gesehen hat. Hm. Und auf einmal denken sie, hoppala, Vertigo, Nekrophilie, wer hätte es gedacht? Ne? Und sowas in der Richtung. Und das haben wir ja hier auch drin im Prinzip. Ne? Und dann ist es aber eben so, dass ich Nachtwache eben dann doch lieber auf so auf so Schockelemente in irgendeiner Form stützt und dann liegt halt die Leiche da irgendwie in der Gegend rum. Was aber auch eine schöne Idee ist, weil sie danach ist ja weg. Das, ne, könnte man ja schon irgendwie ein bisschen einfach damit auch arbeiten. Wie wird der langsam irgendwie ein bisschen ballerballer, weil er eben die Nächte halt da im Leichenschaus rumhängt oder so. Aber auch damit passiert dann eben leider nicht allzu viel. Außer, dass sich eben Martin auf die Abschussliste im Prinzip gesetzt hat des Mörders. Und ja. Das ist halt. Deswegen sage ich halt, ich habe so meinen Blues mit dem Film, weil ich eben ganz viele Sachen sehe, wo ich mir denke, ja, alles richtig, alles schön. Und jetzt noch ein bisschen mehr davon. Und jetzt noch ein bisschen besser oder cleverer oder durchdachter oder was auch immer. Und das findet halt leider so nicht statt. Und dann ist der Film vorbei und dann ist er doch nicht vorbei. Dann muss ich noch 5 Minuten lang einen schlechten Witz in der Kirche mir angucken. Ja, der wird so ein bisschen Meta, der Film, ne? Also so kurz vor Schluss. Es wird ja auch tatsächlich so, es werden konventionelle Filmenden referenziert von unseren beiden Helden, also Helden in Gänsefüßchen, Martin und Jens, die dann sagen so, guck mal, wie wir hier stehen. Das ist so die Art und Weise, wie ungefähr schlechte Hollywood-Filme enden. Es ist komisch. Also, weil der Film kommentiert das zum einen, dass er eigentlich, man möchte glauben, mit der Intention, das eben dann genau nicht zu tun, ja. macht es dann aber eben genauso. Und ich finde das ehrlich gesagt recht witzig mittlerweile. Es hat mir weniger gefallen, als ich im jüngeren Alter war. Aber mittlerweile finde ich es eigentlich relativ gut, tatsächlich noch so 3-4 Minuten vor Schluss zu sagen, so, ah, guck mal, wie der Film endet, total konventionell, wie alle Filme so enden, vor allem Hollywood-Filme. Machen wir was anderes. Und dann denkt man für einen kurzen Moment, versauen sie es jetzt so auf den letzten Metern? Mhm. Aber nein, es ist alles, es endet in wüster Harmonie und wir kriegen diese sehr ausgefeilte Kamerafahrt an die Decke der Kirche, des Kirchenraumes, des Kirchenschiffes und der Film blendet ab. Also ich mag's. Ich kann mir nicht helfen. Das ist schwierig. Ich kann es auch schlecht verargumentieren, merke ich gerade, warum ich den Film mag, weil er eben tatsächlich inhaltlich sehr schlicht gestrickt ist. Aber für mich hier die Form einfach ganz, ganz viel wettmacht und der Witz, der im Drehbuch liegt. Einfach auch der Wille, sich nicht zu ernst zu nehmen und auch
wo es damit auch so ein bisschen zu kokettieren, dass man eben nicht wirklich viel Originelles oder inhaltlich Bahnbrechendes zu bieten hat. Aber das eben trotzdem so in einer Art und Weise zu inszenieren, die mich als jetzt Genre-Film-Fan oder diese Art von Film, also Thriller, total anspricht. Allein die Szene mit Würmer in der Wohnung. Man könnte eigentlich meinen, die ist vorbei. Die hat schon diesen wunderbaren Suspense-Moment, wo man eben diese behandschuhte, diese Latex-behandschuhte Hand zieht, die dann an die Tür packt. Und man ist sich nicht ganz sicher, hat es Kalinka, also Sophie Graboll, jetzt aus der Wohnung geschafft oder nicht. Wir stellen dann fest, sie hat es geschafft. Und in dem Moment denke ich mir aber, okay, jetzt ist eigentlich die Luft raus, Würmer als Täter enttarnt, was kann jetzt noch kommen? Und dann holt er dieses Röhrchen, Erlmeyer-Kolben, nur so ein kleines Röhrchen da mit dem Sperma von Martin raus und verteilt den auf der ermordeten Hure Joyce und kniet sich dann so rüber, weil er entschließt, sie erst dann zu skalpieren, nachdem er schon so seine fingierten Beweise platziert hat und kniet sich in das Sperma rein mit der Hose. Und ich denke mir die ganze Zeit, das ist der schlechteste Mörder. Der inkompetenteste Mörder, der mir je untergekommen ist. Ja. Aber ich hab Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Wir machen ja das Spaß. Alles in der Hose. Ja. Was mich wieder an diesen alten Helen Pace-Witz erinnert. Im Labor hat ja eine, Herr Inspektor, das sind tatsächlich Spermaflecken auf der Hose. Und der Inspektor meint, ja, das weiß ich, aber kriegen Sie sie raus, bevor meine Frau nach Hause kommt. Ja, das darfst dafür du rausschneiden. Dafür hören uns die Menschen zu. Nein, darfst du es gerne rausschneiden. Genau, aber auf jeden Fall, ich mag den Film ja auch durchaus sehr gerne. Er macht ja Spaß und hat eben diese Haptik und hat eben diese ganzen Versatzstücke, die ich sehr ansprechend finde. Aber er hat eben auch so viele, viele Dinge, bei denen ich irgendwie Stirnrunzeln habe, einfach. Irgendwie denke, warum das denn? Film, warum machst du das jetzt so? Ja, und das ist mir eben ab und an nicht ganz klar. Der Film klärt vieles nicht auf. Ich glaube, J.J. Abrams war, der in einem anderen Kontext ist, vor so ein paar Jahren etabliert hat, diesen Begriff der Mystery Box. So, wir schmeißen mal alles rein und mal gucken, was wir dann am Ende, was dabei rauskommt. Und ich musste an dieses Wort Mystery Box so denken, als ich diese Kabine da sah von Martin, diese Nachtwächterkabine. Weil da hängt eben auch ganz viel drin. Ja. Von dem wir nicht genau noch wissen, ob es für die spätere Handlung irgendwie eine Bedeutung haben wird. Zum Beispiel das Foto dieses unbekannten Mannes, der, wenn man sich hier mal in die Trivia einliest, offenbar ein Mittäter war des Lincoln-Attentates. Ja. Und das hängt eben einfach da, das Bild. Aber natürlich mutmaßen wir die ganze Zeit als Zuschauer, was könnte das für eine Bedeutung haben? Genau wie diese ganzen, das verleiht im Film aber auch diesen etwas zeitlosen Anstrich, diese 60er, 70er Jahre Poster. Also kaum etwas in dem Film wirkt zeitgenössisch. Ja. Martin hat so ein tragbares Radio, das könnte ja ein 90er-Jahre-Modell sein. Aber alles andere, also mich wundert ehrlich gesagt manchmal, dass die nicht alle Pfeife rauchen und Unterhaltung mit Tonbandgeräten aufzeichnen. Es wirkt alles so wie, komplett aus der Zeit gefallen. Ist es aber offenbar auch nicht. Ich muss echt hart nachdenken. Gibt es überhaupt eine Referenz dazu, dass wir uns im Jahr 94 befinden? Nicht, dass das eine Rolle spielt für die Handlung, aber ich glaube, das gefällt mir gut an dem Film. Und mir wird es erst jetzt gerade so bewusst. Und ja, ich habe Spaß an den Schweinereien, die Jens da mit Martin veranstaltet. Auch wenn ich finde auch dieses ganze, Jens könnte der Täter sein, wird relativ schnell ermüdend, weil der Film forciert diesen Eindruck eben so stark, dass man spätestens nach 30 Minuten weiß, okay, er kann es nicht sein, denn der Film will es mich glauben machen. Und wenn ich merke, dass der Film es mich glauben machen will, dann war es wahrscheinlich nicht. Trotzdem muss ich sagen, ich lache immer noch herzhaft auf, wenn Jens in das Taufbecken kotzt. Einer der großen Momente des Kinos jüngerer Zeit. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir alle solche Freunde haben oder mal hatten, aber ich kenne solche Menschen. Und irgendwie hält man ihnen dann doch die Stange, auch wenn sie ganz furchtbar sind. Einer meiner besten Freunde war ein bisschen wie Jens. Also nicht, dass er mich immer in irgendwelche unmöglichen Wetten verstrickt hat und mich dazu gezwungen hat, mir von einer minderjährigen Prostituierten in einem Drei-Sterne-Lokal einen runterholen zu lassen. Also so weit ging es dann doch nicht. Aber der war unmöglich. Er hat mich immer in Verlegenheit gebracht. Er hat ständig Sachen von mir kaputt gemacht. Er hat Kette geraucht und ständig hatte ich Brandlöcher in meinem Teppich, wenn wir uns bei mir getroffen haben. Dann habe ich mir irgendwann von meiner Mutter das Auto ausgeliehen und das Erste, was er macht, ist in den Armaturen seine Zigarette ausdrücken und zu sagen ihr habt ja anscheinend keinen Aschenbecher, der ist ja ausgebaut.
Und irgendwie so. Du kannst fünf, ja Leute kennen. Ja, und so 5 bis 10 Jahre später dachte ich mir so, vielleicht ist er doch leicht toxisch für meinen Alltag. Ich sollte mich von diesem Mensch trennen. Aber ich habe ihn sehr, sehr lange mitgeschleppt, muss ich sagen. Okay. Und wir verstehen uns immer noch ganz gut, aber auch nur, weil ich ihn mittlerweile noch so einmal im Jahr sehen muss. Mhm. Okay. Und ja, das ist eben so ein Jens für mich gewesen und daran erinnert mich das. Also der Film fühlt sich für mich sehr nach Zuhause an, also nach Menschen, die ich auch kannte. Mhm. Ich war nie mit einer Priesterin zusammen oder einer angehenden Priesterin, Priesterschülerin, aber ich fand übrigens die Messe sehr schön. Also ich habe ja mit Kirche nichts am Hut, schon lange nicht mehr, schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber ich muss sagen, tatsächlich, diese Messe fand ich sehr hübsch mit diesen kleinen Messweinbechern. Mhm. Wo jeder eben der Messbesucher so seinen eigenen kleinen Becher bekam, das war schon, das ist irgendwie so hübsch, ein bisschen so wie Puppenhaus spielen. Ja. Okay. Fandest du nicht? Der Einblick in den dänischen Alltag, ich bin ganz begeistert gewesen. Ja, also ganz ehrlich, wenn ich an den dänischen Alltag denke, dann vermute ich nicht unbedingt an irgendwelche Messen, aber okay, nee, können wir gerne machen. Aber das war's. Ich kann dem Film auch nicht mehr viel hinzufügen. Ich würde sagen, guckt ihn euch an. Er ist für einen vertretbaren Preis auch in hochauflösenden Kopien auf Blu-ray und als Stream verfügbar. Kostet nicht die Welt. Er ist ziemlich grandios, meiner Meinung nach. Was sagtest du? Du fühlst ein bisschen, nicht Schmerz, aber Blues bei dem Film. Mm. Aber du sprichst auch so eine halbe Empfehlung aus vielleicht. Ja, doch, durchaus. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Sollte man vielleicht zu kommen machen, ja. Ja. Mm. Keine verlorene Lebenszeit. Nein, das definitiv nicht. Ja. Und das war's für diese Woche. Nächste Woche wieder 3 Nummern größer. Aber keine Sorge, wir reden nicht über Rassistenkino wie beim letzten Mal. Und übrigens schönen Dank auch. Wir haben wirklich wunderbares Feedback bekommen zu unserer Birth of a Nation Episode. Ja. Das ging runter wie Öl. Einfach deswegen, weil dann ist unsere Qual nicht völlig umsonst gewesen. Ja, ich hoffe, das hat man auch ein bisschen mitgehört. Ich glaube, fast jeder das kommentiert und ich freue mich sehr, dass unser Schmerz auch als gerechtfertigt wahrgenommen wurde. Das hat jetzt so kürzlich ein lieber Hörer auch bei Twitter oder Facebook kommentiert und fand ich ganz schön, weil es eben auch unser Eindruck war, aber wir uns vielleicht auch nicht hundertprozentig sicher waren. All dieses Unangenehme wird sehr, sehr wenig thematisiert, egal wo, in der Akademie, im popkulturellen Diskurs, aber jetzt noch nicht mal in zeitgenössischen Publikationen offenbar zum Thema. Und da kommen dann wir ins Spiel. Genau, dafür sind wir ja dann da. Danke dafür, dass das so gewertschätzt wurde. Nächste Woche, was machen wir denn, Daniel? Haben wir uns auch geeinigt, was wir nächste Woche machen? Ich glaube schon. Ja, aber sind wir schon beim zweiten Teil von unserem Herrn der Ringe? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre bereit. Also ich bin total bereit, aber wir können auch gerne, ja, lass uns wieder zurückkehren nach Mittelerde. Ja, dann haben wir das jetzt mal so ganz semi-spontan entschieden. Genau. Und freuen uns auf eine Rückkehr zu Frodo, Sam, Gandalf und Co. Oder Gandalf ist ja tot, Spoiler. Genau. Entschuldigung. Verdammt, Gollum, du wolltest sagen Gollum. Genau. Und verbleiben mit den besten Grüßen. Gute Nacht. Bis dann. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.